Hallihallo und willkommen zurück bei einer neuen Folge Grauen aus der Tiefe, der Gesang der Sirene. Jetzt hätte ich fast vergessen, wie das Spiel heißt. Naja, auf jeden Fall sind wir hier bei unserem Äffchen und haben einen Steinring gefunden, sind ganz gut dabei eigentlich, es klappt ganz gut, ich freue mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch und ich versuche mal jetzt hier den Steinring einzusetzen. Der war nämlich, wo war denn der? Bei der Captain-Kajüte, glaube ich. Hallo. Wir erinnern uns, in der letzten Folge ist die Kiste verschwunden. Zum Glück hat es nicht der Bürgermeister, sondern unser merkwürdiger Fischfreund. Was ist los? There you are. I brought both the chest and this little fellow. He squirmed and complained all the way through the cemetery, but here we are. I take it you found some golden fish tokens. That's good. We need them all to open the chest. Do you know where we are? This is Murray's ship. Before he was the mayor, he was a fearsome pirate. When we founded Kingsmouth, we gave up on sailing and piracy. At least, most of us did. Behind these doors is where Murray locks up people who oppose him. He used to hold the siren there. If we're lucky, Calliope will be in there. Ach so, also unser Kollege hat die Kiste mitgebracht. Und das ist natürlich das Schiff von Captain Murray, ehemaligen Captain Murray. Und hinter dieser Tür hält der Calliope gefangen, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Genau, da können wir nicht weiter. Kann ich hier gar nichts machen. Natürlich, weil wir haben keine Münze. Gut, dann muss ich aber woanders hin. Wo wollten wir denn hin? Ich gehe mal einfach rückwärts hier die Bildchen nochmal ab, weil ich nämlich gucken will, ob irgendwo noch Papageien sind und so. Wenn möglich. Wir brauchen ein Stethoskop hier für den Tresor. Wie kommen wir jetzt hier in die Empfangshalle? Ah ja. Hier sieht auch nichts Neues. Auch nicht wirklich. Katakomben. Ja, oder eher nein. Da ist auch nichts. Und dann geht's auch raus aus dem Brunnen. Und hier haben wir ein Wimmelbild. Interessant. Vorher gucke ich noch mal kurz hier. Keine neuen Oktopusse oder irgendwelche ähnlichen Dinge. Okay, wir machen das mal. Hier, yeah, Wimmelbild. Römer-Sandale. Was? Wie sieht eine Römer-Sandale aus? Wie eine normale Sandale? Ich finde irgendwie die gar nicht. Was? Hm? Bin ich bekloppt? Gibt's auch nicht. Oder suche ich gerade ganz was Falsches? Hosenträger, das könnte es da hinten sein. Das Stethoskop ist hier, das brauchen wir, das kriegen wir wahrscheinlich dann. Eine Handpfeife, das ist keine Handpfeife. Eine Handpfeife. Handpfeife, what the fuck, Alter? Zuerst lese ich Handpfeife, dann lese ich Handpfeife und jetzt eine Handpfeife. Eine Handpfeife. What? Ich hab... Alter, das sind so merkwürdige Dinger hier. Medaillon. Das ist ein Medaillon, ein Waldhorn. Ein Rahmen, na toll. Bilderrahmen. Das ist der Peitsche. Ui. Mörser. Weiß ich, wie es aussieht? Da. Buggles. Was? Ein Bargels? Buggles. Buggles. Ich kenne die Buggles von zum Essen. Diese Dinger. Eine Brezel ist dir. Buggles. Das sind Buggles. Alter, what?
25. 25 muss ich irgendwas machen für. Aber was ist jetzt noch eine Hahnpfeife? Ach hier, Alter. Und die Sandalen. Eine Sandale, eine Römer-Sandale. Römer-Sandale. Das ist es nicht. Das ist ein Schwanauto. Bla bla bla. Gucke ich gerade in die falsche Richtung? Sagt mir, ob es hier warm ist. Hier in diesem Bereich? Ist hier warm? Nein? Hier? Hier warm? Nee? Ach, 25. Okay, haben wir das Rätsel ausgelöst. Ihr wisst schon, was ich meine. Und eine Römer-Sandale, die ich ums Verrecken nicht finde. Ich glaube, ich habe was Falsches im Kopf. Ich suche so eine Flip-Flop-Sandale. Aber ich glaube, ich suche da was Falsches. Das gibt's doch nicht. Ihr habt die bestimmt schon gesehen. Sagt mir doch jetzt, wo die ist. Wo ist die Römer-Sandale? Römer-Sandale, ja. Ich habe mich nicht verlesen. Das ist eine Puppe. Jetzt muss ich hier wild rumklicken, weil ich echt diese Sandale nicht sehe. Das ist ein Glas mit einem Schiff drin. Das ist nichts, das ist eine Bürste. Seestern. Das ist eine Spritze, liegt auch hier so offensichtlich. Klick, 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 ihr hört es klicken, ich klick. Ja, ich muss mich konzentrieren und beruhigen. Aber hier hat es geglitzert. Verstehe ich nicht. Also das war die Strafe, wenn ich zu viele Fehlklicks habe wahrscheinlich. Ja, ich finde diese Römer-Sandale nicht, Mensch. Was? Da habe ich doch schon dreimal drauf geklickt. Mensch. Blöd. Naja. Gut. Jetzt haben wir das Stethoskop. Jetzt können wir ja eigentlich wieder durchgehen. Und dann den Tresor öffnen. Hier. So. Versuche durch Drehen der Ziffernscheibe nach rechts und links die korrekte Ziffernfolge der Safe-Kombination in Erfahrung zu bringen und öffne den Safe dann. Kann ich weiter als 4. Ich check's nicht. What? Durch. Hier steht 6. 5. 6. Hä? Ich verstehe es nicht. Die Geräusche hören sich alle gleich an. Ach so. Oh mein... Lol. Toll. Jetzt muss ich hier wirklich... 6... 7... 6... 8... 8... 4, 5. Okay, ich schätze mal, ein Fragezeichen bedeutet, dass es daneben ist. Also
Gucken wir mal. 6. So. 6. Dann haben wir 7. Dann probiere ich mal 8. Also 8. Dann war es komplett falsch. Da benutze ich mal eine 3. Dann war es eine 8. Da benutze ich mal eine 7. Dann war auch 8, 4. Das heißt, ich benutze 5. Und statt 5 benutze ich 6. Lol. Ja, das kann ein bisschen dauern hier. Ich bin gerade am Überlegen, wie das funktioniert. Okay, das heißt 7, 8 ist nicht, das heißt 6. ist 6. 3 war falsch, das heißt, ich mach mal 4, 5, irgendwie so 5. Also ja, ne? Nummer 5. 6, 6, 5, 5. Wieso sind das überhaupt 1, 2? Das ist Ding. Bla. 5, 5, ja. Und dann haben wir eine 5, eine 4, 5, 6. Und die letzte war eine 4. Okay. Ich verstehe die blauen Fragezeichen nicht. Was bedeutet das? Dass es in der Nähe war? Dun, 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 dun. Okay, ich gucke auf die Uhr. Es hat ungefähr 10 Minuten gedauert. Ich schneide es raus, kein Problem. So. Für euch. Da drinnen haben wir ein klebriges Harz. Und dafür, Alter, da ist Kohle drin und wir nehmen das klebrige Harz. Da habe ich nicht mal einen Plan, wofür ich das brauchen soll. Captain Kajüte, was kann ich hier... Da ist die Steinscheibe. Können wir einsetzen? Ja, die Ringe stehen bereit, aber ich kenne ihr Muster nicht. Ein Hinweis wäre jetzt ganz gut. Wo gehören die Matrizenteile rein? Das weiß ich auch noch nicht ganz. Wir müssen doch hier mal auf die Karte gucken. Das macht es wesentlich einfacher. Im Versteck. Welches Versteck? Ach so, dieses Versteck. Und was kann ich jetzt mit den Matrizendingern machen? Ach so, hier. Stelle die Matrize wieder zusammen, indem du die Steine zusammenfügst. Klicke einen Stein an und ziehe ihn zu einer korrekten Stelle in der Matrize. Schalala, Alter, was ist denn hier los? Okay. Das passt hier und das passt nicht. Ich versuche mal hier die unterste Ebene fertigzustellen. Und ich versuche mich richtig fix hier. So. Ich bin ja eigentlich ein leidenschaftlicher Puzzler. So in meiner Freizeit. Wenn ich meine Zeit habe, frei. Deswegen sollte das hier eigentlich für mich gar kein Problem sein. Ja, ja, ja. Hier und da und zack und so. Perfekt. Nein, 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 nein. Moment, Moment, Moment. Hier. Hier, 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 hier. So ungefähr hier irgendwo. Keine Ahnung. Komm schon hier. Das passt doch. Und das muss da rein. Und so. Komm. Und zack und zack und zack und Peng. Magie. Und jetzt kriegen wir eine Matrize. Wofür ist diese wieder gut, frage ich mich. Ja, wir werden es herausfinden, irgendwann, demnächst. Ah, Wimmelbild, 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 Wimmelbild. Wäscheklammer, Wäscheklammer. Ja. Prozentzeichen.
Da. Büroklammer. Radiergummi. Taschentuch. Ein Isolierband. Ein Brieföffner. Ein Notizbuch. Ein kleiner Stickers Notizbuch. Eine Filmrolle. Das könnt ihr... Nein, verdammt, wo ist die? Okay, diese Filmrolle... Das habe ich durcheinander gemacht. Merde. Das muss das da hier sein. Ach, das ist eine... Oh mein Gott, ich dachte jetzt ein bisschen an was anderes. Tut mir leid. Was? Eine Bürste? Das ist ein Pinsel. Und da ist eine Motte. Bäm. Wir sind so schnell. Klebeband. Isolierband. Natürlich. Und hier können wir das Kabel damit fachmännisch reparieren. Und jetzt... ich kann eine Matrize durch die Rollen drehen. Ah, eine Matrize. Ah, alles klar. Und jetzt drücken wir hier auf Start. Hallo? Ah, da. Und wir kriegen ein Blatt Papier mit diesem Bild drauf. Stelle die Beweise zusammen. Ringmuster. Ah. Ah. Ich verstehe. Ich verstehe. Jetzt können wir nämlich in der Kapitänskajüte hier dieses Sternsringmuster quasi hier anlegen. Drehe die Kreise, bis es dem Abdruck entspricht. Setze dann die beiden Reliefs korrekt zusammen und nütze dafür die Hinweise des Motivs in der Mitte. Mhm. Achso, die drehen sich natürlich wieder gegeneinander. Das ist doch eigentlich schon perfekt hier. Willst du mich? Das ist doch perfekt hier. Perfekt ist das. An den beiden Säulen fehlen die Platten in der Mitte. Ich konzentriere mich für das erste auf den Ring. Ja, komm, man kann aber auch ein bisschen kleinlich sein hier. Alter, der passt perfekt. Das ist es doch hier. Oder seht ihr das anders? Das ist perfekt zusammengesetzt. Keiner kann mir was erzählen hier. Das ist absolut perfekt. Ja, ich glaube, wir kommen nicht weiter. Ich habe es perfekt zusammengedreht. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt machen soll. Da steht perfekt so. Das steht. Vor allem dreht sich das ja auch gegen den Uhrzeigersinn. Komm, du kannst das doch nicht. Das ist doch... Hä? Der Tentakel ist rechts oben. Da ist der Tentakel. Die Muscheln sind hier. Ach, jetzt plötzlich geht es auf. Einfach, hä? Gut, egal. Und jetzt muss ich... What? Das ändert sich auch alle dreimal nur. Hä? Und ich soll mich daran nütze dafür die, des Motivs in der Mitte. Also im Flügel soll wahrscheinlich diesen Vogel darstellen. Unten haben wir quasi die Fische. Das heißt, hier muss die Meerjungfrau oder so hin. Dann haben wir hier die Muschel. Und oben war ein Tentakel. Ah. Und es öffnet sich. So, und jetzt können wir eigentlich da hineingehen. Ins Gefängnis. Er wird sie vergewaltigen. Ein Leitstern. Rette die Sirene. Wir kommen ihm immer näher und er muss jetzt schon fliehen, weil er weiß, dass er verlieren wird, denn die Guten gewinnen immer. Gehe zu Sirene. Ja, aber ich will erstmal hier diesen... Warum kann ich hier klicken, aber ich nehme den nicht mit? Verstehe ich nicht. Gut, wir reden erstmal mit unserem Kollegen hier. Hallo.